so. Frag ich nicht als Ärger, ob man mit dem Mann spielt. Auf diesen Verbrauch wird er schnapseln. Ich sehe uns mit, Moni, gell? Ja, freilich gern. Was meinst du, wer heute kommt? Ja, wer wird wohl kommen? Die Lehrer, Erik, aus St. Ulrich. Ja, was? Ja, gell? Wie also? Jungbar? Wo ich mich da wohl durchgezwängt habe. Aber Magle, du machst dich doch damals noch so klein. Aber jetzt hörst du mir auch, ha? Eine Liste am Bund, die sagte, der hat mich alles ausgeschmiert, das war eine Sommerstag. Ja, was wird das verblöden? Wir waren noch alle Schimpfschweißen. Ja, was war's denn hier? Du hast schon Angst gehabt, dass du deine Leiter da saufen freist. Ja, welcher Tier fanziert denn das schon gern, wenn seine Lieblinge den Nassen totstellen? Sag dich, bitte! Und jetzt schaffst du das Weiterkrimschen! Ihr seid wohl mit Schnutzen und Geschlecht übergewechselt! Ja, ja! Nee. Ein bisschen männlicher wird er halt geworden. Nein, ich bin weiblicher! Aber wenn du jetzt gehört hättest, das tat mir jetzt schon laut. Bist du auch wieder auf die Füße nach deinem gestrigen Trauer, hä? Und wie kamst du auf das? Ja, weil du nicht mehr so kratzdurstig bist mit mir. Wo steigt wo der Longhardackel der damische Mittlerfaschistin auf? Die muss heute nach Paris sagen, die ganze Nacht habe ich geschlafen, den Ohrtropfen aufzutun. Red nicht von dem Wurm, red nicht von dem Thomas. Das treibt nur mein Blutdruck in die Höhe. Obergammler Kilian meldet sich zur Stelle. Kilian, sag mal, bist denn du wahnsinnig? Warum ist das Bedingung? Den habe ich jetzt gegeben, wer ist denn los? Ist an die Gammel abbezinnt und hat schon seine Wirkung getan. Ja, was schaust du so deppert aus der Wäsch, Bruder? Ich bin die Erika Lechner aus St. Ulrich. Ja, aber, Alter, ich kann weder kochen, noch kenne ich mich mit den Viechern aus. Und von der Feuerwehr, von der verstehe ich auch nichts, verstehe ich. Ja, Kilian, was tust du denn da? Ja. Du bist auf jeden Fall am richtigen Weg. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du mich nicht magst. Und da, meine Damen, habe ich einen Blumen mitgebracht. Magst du mich eigentlich? Ja, muss ich dir das jetzt auch noch sagen? Ja, denn gerade die Arbeit macht uns Menschen zum Sklaven. Schon wieder so ein fettes, prügeliges Stein hat der Sache Mietmutter mitkommen reißen, weil der ist so... Wo ist denn Haschin? Wo ist denn Haschin? Ich hab mich doch blödsinnig geworden. Wenn der Bub den Sieg und Kraft hat, dann hat er schon seine Wichtigkeit. Schon mein Waffenweib, er wird schon Putziweib. Arne, ich bin ja so unglücklich. Aber endlich, da bist du ein treuer Tomate, du. Lade dich ein bisschen kurz vor der Haustür ab, weil sonst noch schluckt sei heute die Ja, lass mich noch schon wieder weg. Gib her, lass dir gratulieren, Bub. Na so, was geteiltes Leid ist halbes Leid, gell?